Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Adam, denn ja, wir haben ja eben den Adam so weggetunnelt. Da dachte ich so, komm, Adam braucht noch mal ein bisschen Screentime. Balance Landing ist dabei, städtische Umgehung, Autodidakt und Niederwild. Außerdem habe ich so einen billigen Werkzeugkoffer mit dabei. Ich habe mich selber getrollt, Leute. Oh mein Gott, mit der Folge ist alles gut soweit, mit der anderen habe ich jetzt gerade gesehen. Los, auf welcher Taste habe ich mir das Muten hingelegt? Richtig, auf die Kleiner- und Größer-Gleich-Taste da unter dem A links auf der deutschen Tastatur. Oh, ne Hexe. Oh, mit Dingens dabei hier. Franklins. Läuft bei ihr. Bleibt sie? Nö. Bleibt uns nicht am Hintern kleben. Gut, städtische Umgehung? Ist hier eine Falle oder ist hier ein Totem? Ihre Fallen werden mir ja auch angeplinkt. Aha. Okay, das holen wir uns mal eben schnell. Ja, ich habe auf kleiner gleich, größer gleich das Muten gelegt. Und ich habe ja kleiner als 3 geschrieben, also dieses Herz. Und dann habe ich mich gemutet. Und dann habe ich mich quasi selbst getrollt, weil dann gucke ich nach drüben und sehe, oh mein Gott, mein Mikro ist rot. Ach ja. Aber hey. Falscher Alarm. Die Folge war soweit ganz gut. Ich glaube, jetzt habe ich, weiß ich nicht, für ein paar Sekunden halt nicht geredet, aber das war sowieso nichts Wichtiges. Am Ende der Runde erzähle ich ja meistens sowieso nur noch Quatsch. Puh, zumindest die Runde ist am Start, ey. Ah Gott, das war aber auch jetzt keine schlechte Runde. Deswegen wäre es wirklich schade gewesen, wenn wir da reingeschissen hätten. Aber wenn ich den Bill getötet hätte, Leute, hätten wir vielleicht sogar 32k geholt, ne? Wer weiß. Also wir hätten auf jeden Fall viermal schillernd. Aber irgendwie war mir heute danach, den letzten Survivor mal entkommen zu lassen. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Hab scheinbar irgendwie gut geschlafen. Regenbogen gekotzt, keine Ahnung. Nun denn, okay, jetzt spielen wir bei Adam. Konzentrieren wir uns also hier auf Adam. Wir sollten zusehen, dass wir irgendjemanden finden, der uns hochheilen kann. Oder dass wir uns ein Medikit vom Entitus heraufbeschwören. Aber das hat in letzter Zeit nicht mehr ganz so gut geklappt. Deswegen verlasse ich mich da mal nicht drauf. Aktuell ist es aber ruhig. Mathieu wurde erwischt. Nicht Mathieu, nein. Und wir warten mal ab. Jetzt wurde der nächste erwischt. Paradies für Thanatophobia hier. Mal gucken. Ich denke mal, dass die beiden hier, Mathieu und Pretty Good Job So Far, Remates sind. Alles andere wäre ein zu krasser Zufall, glaube ich. Da liegt die Person. Ist ziemlich weit weg. Die anderen beiden, also wie gesagt, falls es Premates sind, dann werden die wahrscheinlich jetzt sich schon gegenseitig hochheilen. Ich bleibe erstmal hier am Gen. Balanced Landing. Ich habe vorhin nur den Mähdrescher gesehen. Ab und an gibt es nochmal einen Berg auf der Map. Habe ich eben jetzt aber nicht gesehen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch nur den Mähdrescher, wo ich das nutzen kann. Auf jeden Fall muss ich hier weg. Die hat mich nicht gesehen, als ob. Ich habe wirklich fest damit gerechnet. Hier liegt eine Falle jetzt. Deswegen müssen wir jetzt so ran sneaken. Oh, die nächste Person erwischt, okay. Zack, der Gen ist aber fertig. Ach Gott. Werd's bereuen. Aber lieber Entitus, höre mich an. Oh Gott, warte mal. Nicht, dass die Barbecue hat. Lieber Entitus, erhöre mich. Und gib mir ein Medikit, Medikit, Medikit. Komm schon, es hat so lange nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, was ich dem Entitus getan habe. Oh, wo? Oh, oh, wo? Irgendwo bei mir. Ne, ich sehe die nicht. Da hinten. Ach du Heilige. Ey, der macht sich da echt einen Witz draus, Leute. Ich krieg jedes Mal einen Werkzeugkoffer. Vielleicht denkt der Entitus sich auch so. Ah, der Grenz, Alter, das ist eine Maschine. Der braucht einen Werkzeugkoffer. Nein, Entitus, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Auch in mir schlägt ein Herz.
Jetzt mal hier so ein bisschen über die Außenbahn. Pling, sagt's hier. Könnte auch ein Totem natürlich sein. Jetzt weiß ich nicht, ob die da Fallen platziert hat. Wahrscheinlich schon. Das ist eine Hexe, Leute. Und wir haben ja die städtische Umgehung. Was soll der Geiz? Es gibt doch irgendwie demnächst ein neues Perk, wo man, wenn man normal geht, ein bisschen schneller ist. Ne? Da bin ich auch mal sehr gespannt. Kann man auch mal wieder so ein vorgefertigtes Setup machen, wo man... Komm mal her hier. Komm mal du mal her. Ach ja. Lass mich dich doch mal befummeln. Klödia. Not a pretty good job so far, was du hier machst. So, ja genau. Zwei würde ich ganz geil finden. Zwei Stacks schon mal für einen Autodidakt. Ich meine... Nee, da war Ruin. Lange sind wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr in der Runde. Die nutzt ihre Fallen nicht ganz so häufig, habe ich das Gefühl. Komm, wo bleibt denn der zweite Skillcheck? Ach komm, ey, heute Morgen ist der Antitus einfach scheiße. Ganz ehrlich. Ich kündige. Ach ja, heute Abend übrigens 18 Uhr Stream, wenn ihr Bock habt, Leute. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr Werbung hier bei YouTube machen. Ich freue mich immer, wenn Leute von YouTube rüberkommen. Immer wieder lese ich so in den Kommentaren: Hi, Grains. Ich bin das erste Mal hier. Ich gucke sonst nur YouTube. Und dann freue ich mich immer total. Im Ernst, freue mich wirklich total. Wenn ich das irgendwie geil finde, wenn die Leute dann mal von YouTube auch rüberkommen und vorbeischauen. Ich weiß, der Stream ist komplett was anderes. Man kann nicht vorspulen, man kann nicht, man kann sich nicht sicher sein, dass es eine einigermaßen gute Runde ist. Aber dieses Community-Ding ist wirklich geil im Stream, Leute. Probiert's mal aus, wenn ihr euch bisher noch nicht getraut habt. Heute Abend, 18 Uhr, bin ich für euch da. Ach ja. Ich mache jetzt übrigens immer am Ende des Videos. Ich meine, ich weiß, es gucken nur, glaube ich, 30% der Leute, die ein Video anfangen, das Video auch bis zum Ende. Also bis wirklich zum Ende. Ich mache am Ende des Videos jetzt immer diese, diese Infokarten da. Wie heißen die Dinger nochmal? Keine Ahnung. Diesen Endscreen halt. Ich wollte mir nochmal einen schönen Bildschirm dafür einrichten. Und da verlinke ich euch jetzt immer das Merch und die Kanalmitgliedschaft. An der Kanalmitgliedschaft werde ich auch ein bisschen was ändern in Zukunft. Dass ich vielleicht für den einen oder anderen attraktiver werde, der nur an den Umfragen teilnehmen möchte. Apropos Umfrage, ich muss auch die Umfrage für diese Woche an den Start bringen. Oh Mann, ey, aktuell bin ich echt mit meinen Gedanken irgendwie immer woanders. Dann war ich noch ein bisschen erkältet. Ach Mann, ey. Aber hey, das kriegen wir schon alles hin. So, Leute, was ist denn jetzt los da hinten? Zack, da wird jemand aufgehangen. Der arme Mathieu. Was hat er dir getan? Der ist doch sogar ein Hackmain. Das ist genau hinter mir natürlich. Ihr wisst, was jetzt passieren wird, oder? Ich gehe jetzt retten. Obwohl ich hier beim Ausgang gewesen wäre. Und dann bekomme ich die Nötschelle auf den Nacken. Und sterbe. Genau das wird passieren. Kein Nöt dabei. Nice. Aber der andere hat Adrenalin dabei. Sehr geil. Luke gefunden. Ich hole mir mal den Boost. Sind alle übrigens direkt zum Haken gerannt. Alle am Geiern. Ich habe diese Runde auch niemanden vom Haken gerettet, glaube ich. Also Blutpunkte technisch wird das hier nicht so das Gelbe vom Ei werden. Da kommt sie. Da muss ich leider los. Hat sie eine Falle hingelegt oder nicht? Die hat die unsichtbaren Fallen. Also, man sieht nicht, dass sie ausgelöst wurden, glaube ich. Okay. Ja, Lektion gelernt. Lektion gelernt. Das hat ja noch Pling gemacht. Ich wusste, dass sie da ist, aber ich dachte, vielleicht ist sie irgendwie ein bisschen weiter weg, weil ich den Doppelgänger nicht gesehen habe. Gott, das war aber auch schon dreist von der Klöde. Da hat sie die Falle hingelegt. Klödia! So, komm, ihr seid doch die Geier vom Dienst hier. Ich wurde die ganze Zeit doch fleißig gegeiert. Den geiert doch jetzt mal weiter. Der hat sich auch nochmal einen Hit abgeholt. Das ist meine Prediction nicht richtig, glaube ich. Ich werde am Ende sterben, aber nicht durch Nöt. Sondern einfach nur, weil ich ein Kacknut bin. Die legt da jetzt aber auch viele Dinger hin. So, hier könnte ich aber noch lang rennen, oder? Also, come on, David King. Vorsicht, Vorsicht.
Vorsicht! Ja, geil. Komm! Oh, sie ist weggegangen. Nice. Alter Vater. Ich dachte wirklich, ich bin jetzt tot. Aber das war jetzt schon wieder interessant. Sagen wir es mal so. Und ich kann mich leider nicht hochheilen. Aber ich habe nur das Fallenrad da. Dann haben wir aufgemacht. Vielleicht stehen die beide im Ausgang. Nicht im Ausgang? Ja, moin. Ihr könnt mich noch befummeln, wenn ihr wollt. Von zwei Ladies befummelt zu werden am Ende der Runde. Das nimmt man doch gerne mal mit. Okay, krass, haben wir es echt noch geschafft. Habe ich nicht wirklich mitgerechnet, muss ich ja sagen. Also, oh Mann, ich habe mich jetzt schon sterben sehen eigentlich. Das wäre mal wieder so typisch gewesen. Ach, jetzt kommt wieder dieser blöde Fehler. Och Mann, ey, ich hoffe, dass er mit dem nächsten Patch behoben ist. Angeblich haben sie herausgefunden, woran es liegt. Lassen wir uns mal überraschen. Also, Zielkategorie, Überleben nochmal 5000 obendrauf. Ansonsten Selbstlosigkeit und Tapferkeit haben wir nicht so viel. Killer-Interaktion am Anfang ein bisschen... Zweimal schillernd, einmal Gold, einmal Bronze, aber wir kriegen ja sowieso nichts. Gegenstand verloren, aber wir haben 9 bekommen. Das heißt, im Prinzip sind die Addons weg. Abgenutzte Werkzeugkiste, nice. Und dann würde ich ganz gerne mal mir die Blutpunkte anschauen. Die anderen sollten definitiv weiter oben sein. Erste überlebende Partie, yay. Anderen sollten deutlich mehr Blutpunkte haben als wir, weil die halt auch gegeiert haben. Also was heißt gegeiert haben? Weil die halt Leute abgehangen haben, ne? Ja, da 24k. Ich sehe mich gar nicht. Also keine Ahnung, ob wir... Hier ist nicht farbig. Ich glaube, wir müssten hier sein. Ich glaube, wir sind der Vorletzte. Gut, okay. Der Killer hatte sogar Nö dabei, Leute. Es wurden wahrscheinlich einfach wirklich nur die Dingens weggemacht. Alles klar. Ruin und Franklins wussten wir. Und Nurse's Calling war auch noch am Start. Gut, dann bin ich raus, Leute. Das war mal wieder eine Runde mit Adam. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar. Oder beides sogar. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss.